8 Uhr morgens. Katharina Auerswald, Ordnungscoach aus Wickensbach bei Kempten, ist unterwegs zu einer neuen Kundin. Ich weiß nur, dass sich eine Frau mehr Ordnung wünscht. Sie hat was vom Wohnzimmer ein bisschen erzählt. Damit es gut läuft, müssen die Leute gut gelaunt sein und sich wirklich darauf freuen. Manche haben Angst, so jetzt kommt die Ordnungsfrau und jetzt guckt sie, wie es bei mir ausschaut. In Kempten hat sie Manuela Scholz gerufen, eine Modedesignerin und Mutter einer 14-jährigen Tochter. Hallo, Manuela. Grüße dich. Sehnsüchtig erwartet. Wunderbar. Ich bin am Verzweifeln. Ich freue mich auch total. Komm. Manuela lebt im Haus ihrer Mutter, die schon seit 2 Jahren verstorben ist. Ihr einstiges Wohnzimmer ist jetzt eine Rumpelkammer. Das ist jetzt das, was du aufräumen möchtest? Oder was ist überhaupt deine Vorstellung, wenn wir fertig sind? Also prinzipiell soll dieses Zimmer leer werden. Komplett leer? Es soll ein richtig schönes Wohnzimmer werden. So mit ein bisschen Seminarraum, also so gestaltbar, dass man damit halt einfach, damit man es nutzen kann. Das heißt, das Möbelstück kommt raus? Ja, das Möbelstück raus. Kommt das auch raus. Das kommt auch raus. Es kommt eigentlich alles raus. Es muss alles raus. Die Kunden leiden tatsächlich, weil die Unordnung zu groß ist, weil sie den Sachen nicht mehr Herr werden. Und irgendwann liegen die Sachen auf dem Boden. Und dann kann ich nicht sauber machen, weil der Boden zugestellt ist. Das heißt, je mehr Sachen ich habe, desto unübersichtlicher wird das, desto mehr Zeit kostet das. Und irgendwann kommt der Punkt, wo sie sagen, ich will so nicht mehr leben. Schritt Nummer 1. Katharina Auerswald dokumentiert den Ist-Zustand. Dann werden die Kartons vorbereitet. Es gibt 3 Kategorien. Wegwerfen, keine Ahnung, das heißt nochmal überlegen, und behalten. Und das dritte ist behalten. Zum Leid von Manuela ist die Behaltenkiste die allerkleinste. Ich habe mir das eigentlich anders gedacht mit den Kartons hier. Noch nicht. Das, oje, oje. Zettelchen. Das ist ein Personalausweis von meinem Vater. Naja gut, aber das sind da wieder so Sachen, natürlich Sachen, weißt du, damit fangen wir nicht an. Das ist gut. Okay. Wir fangen nicht damit an, wir fangen mit Dingen an, wo du sagst, da kann ich wirklich mit super easy wegtun, ja, okay. Damit wir wirklich ein bisschen Erfolgserlebnis haben, damit du in die Energie reinkommst. Du musst dieses Bild groß machen. Was werde ich mit diesem Zimmer machen und wie toll wird das sein, wenn es fertig ist? Also du musst immer dieses fertige Bild von diesem Zimmer aufrechterhalten. Und immer wenn du in dieses kommst, ja, so dieses, es muss jetzt weg, her mit dem Bild. Ich habe ja eine Tochter und einen Partner, die eigentlich ganz gerne mit mir hier sind, aber die halt auch sagen, oh je. Und also ich persönlich habe auch einen Leidensdruck. Ne? Ich merke, das zehrt meine Kräfte auf, diesen ganzen Mist und Müll zu verwalten. Weil ich mir immer diesen Berg vorstelle, den wir Menschen machen, wenn wir so viel Müll produzieren. Und das Plastik, das in den Weltmeeren schwimmt. Und dann natürlich auch noch der Gedanke, wenn ich es jetzt wegschmeiße, irgendjemand wird es vielleicht noch brauchen. Glaubst du, dass du das Ziel erreichen wirst selbst? Oh je. Oh je. Schwierige Frage. Also, ich bin wild entschlossen. Wenn ich durch die Fußgängerzone gehe vor Weihnachten und schaue in die Schaufenster, mir geht immer wieder durch den Kopf, wer braucht das ganze Zeug? Wie lange wird das wirklich benutzt und wo landet es im Endeffekt? Weihnachten ist tatsächlich oft anstatt feste Liebe, feste der Dinge. Das artet manchmal in eine richtige Materialschlacht, wo wir vielleicht die mangelnde Zeit oder die mangelnde Zuwendung mit der Menge der Dinge auswiegen wollen oder aufwiegen wollen. Als Kind erlebte Katharina in der GSSR bescheidene Weihnachtsfeste. Als Geschenke gab es immer nur nützliche Dinge. Schlimmer dagegen sind die Repressionen, unter denen sie immer mehr leidet. 1986 flieht sie und lässt alles zurück. Ich hatte einen kleinen Rucksack. Die Kleider, die ich anhatte und ein Pulli und ein Handtuch. Und ich habe das erlebt, wie ist das, nichts zu haben oder ganz, ganz wenig zu haben. Und das ist wirklich prägend, weil ich frage mich seitdem immer, wie viel ist genug? Das fehlt ganz vielen Menschen. Die haben das Gefühl, sie brauchen eine Sicherheit. Und die Sicherheit machen sie an den Dingen fest. Die Einladung für die goldene Hochzeit meiner Großeltern. Ja, und? Was verbindest du damit?
Würdest du es retten, wenn es brennt? Nein. Also, Hartpapier. Was ist das hier? Das oh, ist so. Das ist mein Kommunionkränzchen. Okay. Tja, und welche Erinnerungen verbindest du damit? Na, das ist eher wieder sowas, wo ich mir denke, mein Gott, ich kann doch nicht das Ding, das ich damals auf dem Kopf hatte, als ich zur Kommunion ging. Also nicht, dass ich jetzt nicht jetzt so super katholisch bin, aber irgendwie denke ich mir, das kann ich denkst du, du kommst in die Hölle? Nein. Nein, aber ich glaube nicht. Nein, das ist jetzt wirklich so, weg damit. So. Wohin damit? Hier, Müll. Ja, das kann man echt wegtun, weil das will kein Mensch. So. Okay, nächste Kiste. Nächstes Thema. Was ist das? Das kann weg. Teller. Mein Gott, Teller braucht mehr. Teller braucht immer wer. Braucht auch jemand anders. Das gehört zusammen. Mhm. Dann, was ist mit diesen Gläsern? Trinkst du daraus? Da habe ich noch nie daraus getrunken. Ja, okay. Freut sich ein anderer. Ja. Was trinkt man daraus? Sekt? Ja, eben. Das sind tatsächlich, also ich glaube, diese Gläser sind Aussteuergläser von meiner Mutter. Und das hat für mich so das Gefühl, als würde ich sie nicht entsprechend ehren, dass ich ihre Sachen jetzt einfach so weggebe. Weil es ihr wichtig war, muss es jetzt auch für mich wichtig sein. Aber es ist natürlich nicht, ich meine, selbst meine Mutter hat aus diesen Gläsern nie getrunken. Bei manchen Kunden denke ich mir, dass es sogar das ist, wofür sie mich bezahlen. Dass ich die Verantwortung auf mich nehme. Ich habe auch schon Hochzeitsgeschenke nicht selber weggeworfen, aber dem Kunden gesagt, das ist botthässlich, wortwörtlich. Wenn ich sage, tu's weg, es ist in Ordnung, dann übernehme ich tatsächlich die Verantwortung und dann müssen sie mit sich selbst nicht so hadern. Dann ist es quasi, ich habe die Erlaubnis, es wegzutun. Ja, doch. Mittags kommt Tochter Lilly von der Schule heim. Bei den Kleidern ist schon die Hälfte weg. Hallo. Und? Respekt. Respekt, sagst ja. du? Wirklich? Doch, ist echt gut. Wie findest du das, dass die Mama jetzt aussortiert? Da bin ich sehr froh drüber. Ich habe schon 3 Jahre an die hingeredet und immer, ja, okay. Ein bisschen weniger vielleicht. Und sie hat nie, und hat es versucht, aber es hat nie so wirklich richtig geklappt, leider. Beim Ausräumen hat Manuela etwas entdeckt, das sie Lilly vor 10 Jahren zu Weihnachten schenken wollte. Das ist schon komisch. Also natürlich ist es blöd, ne? Natürlich ist es blöd mit 14 zu sagen, hier, den Kaufladen hättest du mal kriegen sollen. Trotzdem überwiegt die Freude über die ersten leeren Schränke. Viele Dinge machen das Leben schwer. Meine Erfahrung ist wirklich die, je mehr ich habe, desto mehr bin ich auch gebunden. Ich kann auch nicht so schnell mich verändern. Ich habe auch das Gefühl, das hält mich so fest, auch in eingefahrenen Situationen. Manuela hat es heute geschafft. Eine große Ladung für den Rotkreuzladen in Kempten ist aussortiert. Jetzt ist es ja noch wegzubringen. Genau. Und dann werde ich mal heute Abend schauen, ob ich ein Verlustgefühl habe oder ob ich mir denke, endlich ist es weg. Und ich vermute eher Letzteres. Endlich ist es weg. Der Anfang ist gemacht. Am Wochenende will Manuela gleich weitermachen.